Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir sind ziemlich auf den Sprung, denn ich muss spontan zum Frauenarzt. Meine Schilddrüse ist nicht in Ordnung und das ist sehr wichtig für die Entwicklung des Kindes. Und dementsprechend muss ich jetzt noch vor dem Wochenende ganz, ganz schnell zum Frauenarzt. Das machen wir jetzt gleich. Die Kleine gerade Frühstück gemacht, jetzt mache ich mir selber noch was, aber ich nehme das mit. Ja, weil ich ganz, ganz fix los möchte. Ich warte eigentlich nur noch gerade, bis ein YouTube-Video hochgeladen hat, was ich jetzt noch geschnitten habe. Gestern Abend. Und genau, das wollte ich jetzt noch kurz machen. Da warten wir noch kurz auf. Und dann geht's los. Ich bin voll aus der Puste, weil ich gerade von oben die Kamera geholt habe. So, hier habe ich schon meine Tasche gepackt mit meinem Mutterpass und alles. Das hier ist meine neue Mutterpasshülle. Richtig, richtig schön. Ich bin voll begeistert. Und den nehmen wir natürlich mit, falls die gleich irgendwelche Daten brauchen oder sowas. Genau, und ich wollte auch noch eine Sache beim Frauenarzt ansprechen. Aber mal schauen, das erzähle ich euch vielleicht nachher. Genau, das habe ich wie gesagt jetzt hier alles eingepackt. Da kommt jetzt gleich nochmal ein Essen zu. Lia ist hier nebenbei schon am Essen. Und dann fahren wir gleich los. Und gestern kam eine neue Stoffbestellung bei mir an. Und schaut euch das mal an. Ey, das ist so viel Stoff. Das sind insgesamt über 110 Meter Stoff. Und oh mein Gott, hier sind so alle Motivstoffe. Ich bin einfach so verliebt. Die kommen jetzt alle in meinen Online-Shop. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und da werde ich die verkaufen, unter anderem, aber ich werde natürlich auch selber daraus nähen. Und ich bin einfach so verliebt hier in diese ganzen Stoffe. Das hier ist mein neuer Lieblingsstoff. Schaut euch den mal an, der ist so süß. Und dann hier so ein paar Streifen, finde ich auch total toll. Und Regenbögen und Eukalyptus. Genau, also ich bin ja hin und weg. Und das ist erst der erste Teil, also da sollte jetzt die nächsten Tage nochmal fast das Doppelte kommen. Genau, auch sehr, sehr viel Uni-Stoffe, also hier zum Beispiel, aber auch ein paar Motivstoffe sind da auch noch bei. Und hier habe ich zum Beispiel auch Muselin, weil die Muselintücher bei euch einfach so gut ankommen. Und deswegen habe ich hier noch ganz, ganz viel Muselin, auch für den Sommer als Kleidchen, das ist einfach super. Und genau, das sind jetzt auch eigentlich fast alle Sommerstoffe. Wie gesagt, da kommt noch eine Bestellung und dann kommt noch eine Bestellung und dann habe ich alle Sommerstoffe hier und alles fertig. Genau, aber ich freue mich riesig. Das werde ich jetzt nachher alles auch noch fotografieren und dann natürlich in den Online-Shop tun für Sonntag. Da ist nämlich immer Shop-Auffüllung bei mir. So, hier ist voll dunkel. Ich sehe gerade, das Video ist fertig. Das heißt, ich werde da jetzt noch kurz ein bisschen was dran arbeiten. Das kann man leider immer erst machen, wenn das online ist. Das ist total nervig, aber geht nicht anders. Das mache ich jetzt auf jeden Fall noch schnell. Dann mache ich nochmal die Jalousien auf, damit hier mal ein bisschen Licht reinkommt. Und dann geht es auch schon wirklich los. Ich habe gestern übrigens noch bis um fast 23 Uhr geputzt und abgewaschen und alles gemacht. Einfach weil ich das heute Morgen nicht noch machen wollte. Und Felix ist auch schon vorher ins Bett gegangen. Genau, aber dafür kommt man runter morgens und es ist alles sauber. Das ist ein schönes Gefühl. Ich mache mir jetzt, wie gesagt, noch schnell was zu essen. Da und dann müssen wir uns wirklich echt beeilen. Mein Frauenarzt hat doch nicht mehr so lange auf, jetzt am Freitag. Genau, das heißt, ich glaube, wir melden uns dann im Auto wieder. So, das wollte ich nochmal ganz schnell mein Essen zeigen. Ich habe jetzt hier einfach zwei Marmeladenbrote gemacht. Das ist auch wieder so typisch schwanger, ne? Ich esse sonst nie Erdbeermarmelade, aber jetzt eine Schwangerschaft ganz doll. Bisschen Karotte, bisschen Weintrauben und die Kleine ist hier schon ganz fleißig am Weintrauben futtern. Aber ich schneide die mal so in der Mitte durch. Genau, das teilen wir uns jetzt gleich noch unterwegs. Da kann sie auch ein bisschen an den Weintrauben naschen und an den Karöttchen. Ich schneide jetzt noch ein paar Weintrauben in der Mitte durch, weil ich habe ja sonst kein Messer dabei. Und dann geht's nun wirklich los. Lieber, wollen wir los? Ja? Mit vollem Mut spricht man ihn, da hast du recht. So, jetzt klopft die kleine Maus schon an der Tür und sagt los. Lia, los? Ja? Hm? Los, genau. So, jetzt muss Mama noch schnell was trinken. Ich habe auch so Durst im Moment, ey. So, und dann, ja, mein Schatz, wir gehen jetzt los. So, wir sind da, Lia. Sind wir da? Ja. Da, ich hole jetzt schnell einen Parkschein und dann werden wir zu Fuß gehen. Ich werde den Kinderwagen jetzt nicht extra mitnehmen, also wir gehen schnell zu Fuß. Und dann, danach schnell zur Apotheke. Ich hoffe, die haben das Medikament da. Und dann geht's auch schon wieder nach Hause.
So, zack, zack, das ging jetzt doch schon. Hast gedacht, ich war nicht mal 5 Minuten dort, also vom Auto bis da und alles abregeln mit Apotheke, keine 5 Minuten. Habe ich voll das Parkschein, die Parkschein umsonst geholt für über eine halbe Stunde. Ja, aber es hat alles super geklappt. Ich war auch direkt bei der Apotheke, wie gesagt, habe mein Medikament bekommen und das ist sogar frei. Also ich dachte, ich muss noch 5 € Rezeptgebühren bezahlen, aber nee, das war frei, weil Schwangerschaft. Außerhalb der Schwangerschaft ist es nicht frei, aber in der Schwangerschaft hat sie mir erzählt, ist es frei. Genau. Lia hat noch Gummibärchen bekommen von der Apotheke, richtig lieb. Und ich finde es auch gut, dass sie fragen. Also ich wurde gefragt, ob Lia welche darf und das nicht einfach angeboten wird. Das finde ich immer ganz gut. Genau, so. Die isst Lia auch gerade, die Gummibärchen. Und die sind mega lecker. Ich habe gerade auch einen probiert. Und jetzt werden wir wieder zurückfahren. Ich bin mega aus der Puste, weil ich Lia getragen habe. Sie wollte auf den Arm. Und da mit den Treppen und so, weil ich dann auch keinen Fahrstuhl fahren will. Ja, hat mich jetzt schon ein bisschen ausgelaugt. Aber jetzt können wir wieder losfahren. Hat alles super geklappt, wie gesagt. Die Tabletten nehme ich ab morgen, weil man muss die eine halbe Stunde vor dem Frühstück nehmen. Das weiß ich ja schon. Und ich habe ja jetzt schon gefrühstückt. Und dementsprechend nehme ich die dann morgen das erste Mal. Das ist, wie gesagt, für die Schilddrüse. Das habe ich einfach immer in der Schwangerschaft. Bei Lia hatte ich das sogar so schlimm, dass ich noch eine höhere Dosis nehmen musste. Und jetzt ist die Dosis erstmal noch sehr gering. Aber ich denke mal, dass wir auch wieder später erhöht, also dass es erhöht wird, weil das hatte ich bei Lia auch so, Mitte der Schwangerschaft wurde es dann erhöht auf das Doppelte. Schauen wir einfach mal, ist auf jeden Fall wichtig fürs Kind und ich bin einfach total sauer auf mich selber jetzt irgendwie, weil ich ja so spät beim Frauenarzt war und deswegen das Kind die ganze Zeit diese Schilddrüsenhormone nicht hatte. Und ja, aber ich kann da ja auch nichts für, mein erster Frauenarzttermin war halt so spät. Aber irgendwie mache ich mir halt voll Vorwürfe, weil die Frau letztens gestern am Telefon gesagt hat, das ist halt super, super wichtig fürs Kind und das kann halt auch echt jetzt heißen, dass das Kind irgendwelche Fehlbildungen hat und so. Deswegen mache ich mir jetzt voll Sorgen. So, ich glaube, Lia hat ihre Gummibärchen verloren. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und haben gerade Mittag gegessen. Versucht die Kleine hinzulegen, aber sie wollte nicht. Und jetzt spielt sie hier gerade im Flur. Und ich wollte jetzt meine Haare machen. Die haben mal wieder eine Wäsche nötig. Ich habe die jetzt schon 5 Tage nicht mehr gewaschen. Und ihr wisst ja, ich lasse meine Haare super gerne ausfetten. Und eigentlich würde ich sie jetzt auch noch länger ausfetten lassen. Aber ich möchte heute Abend oder spätestens morgen gerne noch ein Video drehen. Denn ja, wasche ich sie natürlich vorher. Genau, und das wollte ich jetzt kurz machen. Aber ich wollte euch noch meine neuen Produkte zeigen, denn ich habe gestern ein Paket bekommen. So, das hier sind meine neuen Produkte und zwar sind die von Mermaid and Me. Und das sind richtig viele neue Produkte. Einmal so ein Handtuch war dabei, voll praktisch, extra für die Haare. Dann haben wir hier so ein Elixierserum extra für die Haare. Das wollte ich euch mal zeigen. Das sieht nämlich total verrückt aus. So sieht das aus. Genau. Das ist eben so ein Elixier, was ja, Feuchtigkeit spendet und die Haare eben schön weich und glänzend macht. Dann haben wir einen Conditioner und ein Shampoo von also mit Avocado und hier nochmal ein Conditioner, ein Leave-In-Conditioner. Auch hier so ganz neu mit so einer Pumpflasche, kenne ich auch noch nicht. Dann haben wir hier noch ein Dry Shampoo Powder. So, und dann haben wir eine meiner Lieblingsmasken. Und zwar die Clear Citrus Maske. Das ist echt eine meiner Lieblingsmasken, weil die einfach so gut riecht und danach sind die Haare einfach so unglaublich weich und glänzend. So, und die wollte ich jetzt auch mal ausprobieren, die Maske. Und danach kommt hier das ganz normale Shampoo Conditioner Set. So, ich stelle euch mal dahin und zeige euch mal das Vorher-Ergebnis. So sieht das gerade aus. Genau. Und jetzt werden wir die Maske drauf machen. Die kommt auf die trockenen Haare. Und ich bin ganz froh, dass ich eine neue Packung habe. Denn die alte ist einfach schon fast leer. Und die haben auch alle jetzt neue Verpackungen. Damals waren die ja durchsichtig und jetzt sind die alle so, genau, ja, nicht mehr durchsichtig. So, ich hole jetzt noch kurz meine Bürste, weil ich habe extra eine Bürste, damit ich das auch schön einkämmen kann.
So, ich habe jetzt meine Bürste. Eine Bürste bekommt ihr da übrigens auch im Online-Shop. Da könnt ihr dann einfach mal vorbeistöbern. So. Riecht übrigens nach Zitrone, aber nicht so nach so sauer, sondern so süß. So eine süße Zitrone. Finde ich sehr angenehm. So, und dann tragen wir das einfach auf komplett. Zack, zack, zack. Ich mache das immer so ein bisschen hier oben ran. Und dann kämme ich das, wie gesagt, gleich ein. Auch so ein bisschen an die Kopfhaut. Weil die Massen reinigen auch die Kopfhaut und nicht nur das Haar, sondern auch die Kopfhaut wird da ordentlich schön gereinigt. Weil die Haare sind danach auch ja, wie frisch gereinigt, so komplett. Und ich finde, sie fetten auch nicht so schnell. Also wenn ich sie jetzt normal wasche, dann habe ich meistens so 5 Tage Ruhe. Dann muss ich waschen. Und wenn ich die Maske mache, kann ich die schon mal eine Woche nicht waschen. Und das ist schon ganz praktisch. So. Lia malt hier übrigens gerade in der Dusche mit ein bisschen Wasser. So, und ich werde das jetzt nochmal hier mit der Bürste immer so einkämmen, dass richtig schön überall verteilt ist. Und ich habe euch schon auf Instagram gesagt, dass wir noch hier oben richtig viele Babykleidung haben. Und die werde ich alle durchgucken, wenn wir wissen, was es wird. Ich hoffe ja Ende Januar, dass wir vielleicht da schon erfahren, was es wird. Da haben wir nämlich das erste Semester-Screening. Genau, bin sehr gespannt. Und sonst geht es mir heute sehr gut, was Schwangerschaft angeht. Außer, dass ich mal wieder super müde bin, weil die Nacht wieder nicht so prickelnd war. Aber ja, das kann mal vorkommen. Das passiert. Genau, ich muss auf jeden Fall noch eine Waschmaschine anschmeißen und wollte, wie gesagt, nachher vielleicht noch ein Video drehen. Oder spätestens morgen. So, meine Lieben, die Kleine schläft gerade und ich habe jetzt die Maske über 2 Stunden einwirken lassen. Jetzt möchte ich sie gerne auswaschen. Und genau, dazu nehme ich einmal diesen Conditioner und das Shampoo dazu. Und dieser Conditioner, genau, macht eben schön weiches, glänzendes Haar. Mega gespannt. Und ich habe jetzt gerade mal geschaut, wie man das Handtuch verwendet hier. Und das werde ich jetzt auch gleich mal ausprobieren. Bin da gespannt. Das hat extra so einen Knopf, dann hängt das alles schön bombenfest. Aber ich probiere das gleich mal aus. Wie gesagt, auch das erste Mal, dass ich das benutze. Genau, jetzt werde ich aber erstmal meine Haare waschen. Zu diesem Handtuch. Handtuch ist es ja nicht wirklich, aber es ist mega. Also ich habe mir kurz mal die Beschreibung online angeguckt und ich glaube, ihr habt das gerade im Video ganz gut gesehen. Also man tut es halt einfach rüber und dann wickelt man das so ein und dann hat es hinten eben so einen Knopf und dann kann man das festmachen. Meine Haare sind jetzt ein bisschen zu lang, deswegen guckt ihr so ein bisschen was raus. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil wenn man so ein normales Handtuch hat, dann
geht es bei mir immer auf, wenn man dann sich bewegt und so, ist es halt richtig bombenfest hier. Also, da wackelt nichts, finde ich mega praktisch. Also hätte ich gar nicht gedacht, aber finde ich echt cool. Das werde ich jetzt öfters benutzen und ich lasse sie jetzt so ein bisschen so trocknen und dann nachher werde ich meinen Zopf reinmachen. Das mache ich immer, weil dann kriege ich so ein paar schöne Löckchen. Und das mag ich ganz gern. Genau, so. Und jetzt muss ich runter zur Kleinen. Und dann nachher werde ich nochmal dieses Elixier ausprobieren. So, meine Lieben, guten Morgen. Ich habe meine Haare jetzt über Nacht trocknen lassen. Und so sieht das Endergebnis aus am nächsten Morgen. Ich bin gerade aufgestanden und habe meine Haare einmal gekämmt. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und ach, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach mega und ich liebe das. Und genau, ich wollte euch das nur noch kurz mal zeigen. Habe jetzt die Kleine gerade mit Frühstück versorgt und ich muss noch ein bisschen warten, weil ich gerade das erste Mal meine Schilddrüsentablette genommen habe. Und die muss man immer eine halbe Stunde vor dem Frühstück nehmen und dementsprechend muss ich jetzt warten mit Frühstück. Aber das ist kein Problem. Ich wollte mich auf jeden Fall bei euch verabschieden für diesen Vlog und wollte jetzt gleich im Anschluss noch ein paar Videos drehen. Vorher muss ich aber die Kamera laden, aber ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!